Moin, mein YouTube, willkommen zurück. Ich hoffe, das Problem mit dem Raustappen ist jetzt beseitigt, denn ich habe es mittlerweile auf Windowed-Mode, dank Borderless Gaming. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich habe uns ein paar neue Bälle gemacht. Ich habe etwas belesen. Für so Low-Level-Pokémon, die relativ niedrig im Level sind, ist es wahrscheinlich ganz schlau, einen Quick-Ball zu haben. Und einfach, wie du bist zu laut. Und ein paar Heavy-Ball für die dicken, Dings hier, Metanks. Also schauen wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die Frage ist auch, ob die tagsüber so krass spawnen oder ob es eher so nachts ist, aber wir werden es auf jeden Fall mal versuchen. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist mein Team zu Ende. Ne, habe ich nicht vergessen. Was ist das denn da? Leute, ist das eine Arena? Hab ich gar nicht gesehen. Gut zu wissen. Weiß nicht, was ihr das alles schon in die Kommentare geschrieben haben. Ah, macht ja nichts. Ja, Pottrott, wie ist. Ja, dann müssen wir nur hoffen, dass wir auch so ein paar Pokémon spawnen haben. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt erstmal am Boden bewegen werde, glaube ich. Erstmal, kann sich sein, dass es noch ändert. Du bist ja ein kleiner Flauschi. Da ist ein Rizeros, hier ist ein Onix. Onix auch in dem Level so, also in den Plains habe ich auch schon einmal gesehen. Hallo. Na, kleines mieses Krötending. Wir fliegen mal ganz kurz rüber. Ich hoffe mal, da klappt alles, so wie ich mir das vorstelle. Das ist ein großes Onix. Oh, das ist ein Enturo. Und da ist ein Trader. Zwar ein fairer Tausch, aber nicht schlau. Sonnenfell, ne? Cool. Leute, sind gekämpft. Ein starkes Sonnenfell. Jetzt sind mir natürlich keins mehr von den Dingern, das ich haben will. LOL! Was war das? Ach, das ist ein Pokémon. Hallo, Glurak! Welches bist du diesmal? Ich vergesse mal, welches X und Y ist. Ich kann es dir bestimmt sagen. Noch ein Onix. Nasgnet? Hatten wir schon Nasgnet? Nee, ne? Das neue Onix-Model sieht sehr schön aus. Das hat ja jetzt auch. Ist ja nicht mehr ganz eckig, wie es vorher war. Ja, Nasgnet, ihr seid alle toll. Aber wenn ich bitte mal ein Kindwurm, ich möchte das ein Kindwurm mal alles ausprobieren. Hier mit dem Trader. Was ist das denn für ein Scheißtausch? Togetic für ein Dings? Nee. Also den Etikett für ein Togetic, so rum. No shit! Als ob dann Brutalander ist. Alles klar. Alles fucking klar, Mann. Alles fucking klar. Okay, okay, so. Kurz mal sortieren, was wir jetzt hier machen. So. Was macht Sinn einzusetzen? Shadowclaw? Ich glaube schon. Oh ja, das ist gut. It protected itself. What the fuck, wie schade das gemacht hat. Alter Vater, ey. Cool Story. Das ist gegen Feuerattacken natürlich auch sehr empfindlich, das ist auch nice. Ah, ich kann das nicht nochmal benutzen, scheiße. Wir hoffen mal darauf, dass es uns nicht angreifen kann, das kann nämlich mit ein bisschen Glück sein. Okay, es wird. Ah, ne, es kann uns treffen, scheiße. Rihorn, mach mal, dass du einen Glücksschlag vielleicht rausbekommst. Stomp. Ja, dachte ich mir schon fast. Ich versuche mal einen Ball zu werfen. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich mache einfach, einfach aus Luck. Überball. Heavy Ball, vielleicht, weil es ist ein ziemlich schweres Pokémon. Weil es ist gar nicht verschwunden. Okay, es hat sich ja mittlerweile ein bisschen gestärkt. Wir versuchen mal einen Iron Head zu benutzen. Ach scheiße, ist gestorben. Passiert. Leider passiert das. Naja, kannst nichts machen. Da ist eine Mine. Cool. Gibt's da Pokémon? War eine spannende Mine gewesen, ne? Und da geht's noch weiter. Ich will jetzt auch gar nicht so weit reingehen. Nee, ist Schwachsinn. Gehen wir mal nach oben und
Was ist das gerade für ein Geräusch? Okay. Nee, hier ist aber nicht vorbei. Erst mit dem Summons tut mir jetzt natürlich leid. Ich hätte gerne einen Bootlander gehabt, aber. Machst halt nichts. Gut, fliegen wir mal zurück irgendwo hin, wo ich ihn. Ja, okay, es tappt zwar raus, aber nicht mehr ganz so doll. Suchen wir mal irgendwo, was ist das da oben? Na, es genäht. Okay, ich muss auf jeden Fall meine Pokémon heilen. Dafür müssen wir den Tümpel darüber. Oh, fick, ich kann nicht fliegen. Ah, gut, da hinten ist dann das Boxsetter. Dann ist er nicht ganz so wild, ne? Oder? Was bist du denn? Und ein einzelner Block, okay. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Hoppsala. Einmal rüber geprügelt da. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Gut, die Arena ist auch wieder ein bisschen auffällig. Ja gut, Butalanda war natürlich fast schon zu erwarten, dass wir das nicht fangen können. Wobei ich es natürlich gern gehabt hätte. Aber kann man nicht ändern, leider. Im Übrigen, die Frage, warum ich keinen Hunger habe, ist schon nochmal gestellt worden. Das Ganze ist jetzt auf Peaceful. Und das deswegen, weil es ja keine Mobs gibt, die mich töten können. Also selbst wenn sie es wollten, gibt es die nicht. So, geheilt. Vielleicht wechseln wir jetzt mal ein Pokémon aus. Oh, ja, da wechsle ich es natürlich aus. Wir haben sehr viele Stein-Pokémon dabei und ich glaube, ich werde noch mal Rihorn austauschen. Oder Onix. Onix werden wir austauschen. Und zwar für. Vielleicht tatsächlich Sceptile. Wenn wir nochmal irgendwas im mittleren Level dabei haben. Ja, das klingt wahrscheinlich ganz schlau. Gut, machen wir das so. Nochmal ein Stückchen in die Gegend hier reinlaufen. Aber in diesen einzelnen Gegenden gibt es wahrscheinlich keine. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt zum Beispiel hier auf dem Feld spawnen mehr, keine Ahnung, von den Rihorn und da oben auf den Hügeln spawnen mehr Stalunia oder so. Ich glaube, so ist das nicht, oder? Wenn ihr was anderes wisst, sag's mir bitte. Als ob ich das. Warte, so rum wird ein Schuh draus. So. Sonnenfell. Ein bisschen hier abfliegen kann man das ja mal alles. Ich muss halt ein bisschen Kreise fliegen, damit ich auch mal spawnen kann. Oh, das ist ein Schatten von uns. Cool, das sieht cool aus. Danke, Shader. Als ob, Alter, was ist denn hier los, diese Folge? Ich spoke und packe jetzt ein Thumbnail, beide? Holy shit, ey. 57. Oh, ich habe Angst, da einmal mit dem Dings reinzuhauen, ne? Mit einer Feuerattacke, aber ich werde es auch, glaube ich, mal versuchen. Ja, das war gut. Okay, Shadowclaw ist auch gut tatsächlich. Scratch. 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 So, ja, ist gut. Scratch ist auch. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ha! Ja, lautes Motorrad. So. Heavy Ball, weil das ist auch schwer, das Pokémon. Okay, es wird Bockflee. Okay. Ist nichts passiert, nichts passiert. Nicht nochmal angreifen. Ultra Ball. Also, ich meine, es hat, glaube ich, noch einen HP. Was soll ich denn machen? Ich kann das. Das ist jetzt halt wieder so ein Ding, ne, wo ich einfach nur Luck haben muss, quasi. Okay, ich bin ein bisschen angespannt. Alter, einen Metagross zu fangen wäre so krass, ne? Mein Timerball, ich meine, das ist noch relativ früh, mein Timerball, man kann es ja versuchen. Vielleicht mag er die Farben gerne. Nee. Ein Quickball hat sich auf jeden Fall erledigt für das Match. Mit einem Superball, weil du die Farben vielleicht gerne magst, weil die zu dir passen. Legendary Spawn. Nochmal ein Ultraball. Ich kann halt echt nichts machen, ne? Ich kann es nicht nochmal angreifen, dann ist es tot. Ich muss einfach echt jetzt so lange Bälle werfen bis zum Verderben. Und einfach ein bisschen Zeit schinden, damit die Timerbälle später mehr bringen. Okay. Das macht nichts.
Da kann man sich ein bisschen die Zähne dran ausbeißen, darf man das ja. Aggron. Nochmal einen Timer wollen, einfach aus Prinzip. Da habe ich 12 Stück gemacht oder so, das war ganz gut. Nochmal ein Hyperball. Ich bin echt dezent angespannt, ne? Ich meine, das Pokémon zu fangen wäre auch echt krass. What the für ein AP? Gut. Das hat nur überlegt, weil es Sturdy hat. Das war schon mal etwas. Nochmal ein Heavy Ball vielleicht. Ja, Block Free. Okay. Nochmal ein Timerball. Dabei sind wir ja schon ganz gut dabei. Uns gehen auch bald die Pokémon aus, die wir tanken lassen können, ne? Oh, scheiße, ey. Ne, das passt gar nicht. Ich mach irgendwas Spannendes. Genau. Das ist gut. Okay, Block Free. Es hat immer mehr Defenses, ne? Ich kann es einfach nicht angreifen, weil es nur noch einer fährt. Komm, Quick Ball. Auch richtig unsinnig eigentlich, aber hey. Ja. Scheiße. Gross. Ja, Rihorn, viel Spaß damit. Ja. Timerball! Block Free. Oh, ist das ein Pokémon? Das frisst so viele Bälle. Das ist echt so übel. Instantly Block Free. Komm schon. Irgendwann musst du da drinnen bleiben. Ja, Block Free. Aber es greift uns nicht an, ne? Okay. Hätte ich mal nichts gesagt. Nochmal einen schönen Timer beiwerfen. Ja, komm, weißt du? So. Poison Sting. Das ist ein Defekt, ne? Natürlich nicht. Und es ist tot. What the fuck? Wie viele P bekommt das jetzt? Nur 13, 14, 15. Verlier. Football. Scheiße. Naja, machst du nix, ne? Poké Center, wo war das jetzt? Das ist natürlich ärgerlich. Aber das ist ja das Problem. Deswegen habe ich halt lieber die erste Stufe oder die zweite, die man halt fangen kann und dann notfalls entwickelt. Also das notfalls, die man dann entwickelt. Weil das halt echt ein bisschen einfacher ist, als sich immer mit den Endentwicklungen rumzuschlagen. Was ist das hier für? So, einmal hier hoch. Hallo Flagman. Hallo. Ich würde da gerne mal hoch. Hallo. Okay. Ja, Adventure Map ist nicht so meins, ne? Merkt ihr auch gerade. War das so? So, so, so. Alter, ist das eine jetzt scheiße hier. Wahrscheinlich ist das scheiß Fokus dann auch in die andere Richtung. Ist ja doch das Beste überhaupt. Nein, sei lieb. Aber ich habe immer ein bisschen mehr Aussicht, so, mal gucken. In welche Richtung mussten wir jetzt? Das Legendary habe ich übrigens nicht vergessen, aber mit unserem Pokémon kann man da relativ wenig machen. Zweimal Pion Scorer. Okay. Wir sollen es am besten nicht versuchen umzubringen. Wenn muss ich hin? Dann Dame. Oh, oh, das ist gut. Das ist gut. Das Turtok ist sogar sehr gut. Weil ich noch fast das für Despawn ist, wir da vorne sind. Und dann können wir auch eigentlich unser Turtok nicht haben und dann können wir Turtok auch weiterentwickeln. Warte, was bist du denn für ein Ding? Ah, das Legendary, okay. Ja, für dich haben wir leider gar keine Zeit. Beziehungsweise keine Pokémon. Ja. Schade. Deshalb wollte ich bekommen das Turtok, dafür sind wir zu weit weg. Na, kann man nicht ändern jetzt, ne? Aber gerne mal zu Schwester Dawn und teilen kurz unsere Pökemönchen. Was übrigens mal ganz viele mal gefragt haben, was für einen Shader ich benutze. Wo ist denn das nochmal? Videos.
Trailers. Den da. Kein Schwester Dawn zu Hause, macht nichts. Gut, haben wir alles geheilt. Dann würde ich mal sagen, ereignisreiche Folge ohne großes Resultat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.